Eine Sache habe ich noch, bevor wir jetzt den Metal komplett verfallen. Ja. Eine Sache doch. Irgendwie will ich immer Hof Bergmann sagen und nicht immer Hof Mecklenburg. Ich weiß nicht warum. Vielleicht Hof Bergmann hat sich irgendwie im 15. Halt um. Im 15. hat sich das irgendwie eingebrannt. Map Hof Bergmann. Ja, ich habe leider zu spät die Aufnahmetaste gedrückt, deswegen nochmal von mir ein herzliches Willkommen und ja, die üblichen Kandidaten dabei. Und es ist Metal Monday, also stellt euch später auf den Drachenlord ein. Und immer noch keine Facecam bei einem Aufnahmetag und nach wie vor krank. Aber ich denke, wenn ihr die Folge seht, bin ich schon wieder kerngesund. Und Mobbing. Was? War schön. Na gut, dann ja. Das war mein erstes Projekt hier mit den zwei Bobos. Ansgar kommt nicht wieder. Ansgar kommt nicht wieder. Ich glaube, er ist verschollen. Ich fahr jetzt ganz durch. Was ist das erste Projekt, was du mit uns gemacht hast? Das war das erste Projekt, was denn? Und dann kam Hof Bergmann. Ah. Dann kam hier, wie heißt es, von FSM die Map. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Hackendorf. Hackendorf, genau. Ja, das war eine Map. Da kam auch kommt auch gar nichts mehr, oder? Die hatten eine ganz kleine Map gemacht, so eine Singleplayer-Map. Ja, das weiß ich, die kam ja direkt am Anfang. Genau, aber bis dato noch nichts weiter gehört, nein. Aber deine Thüringer Oberland ist jetzt draußen. Jetzt hast du auch schon länger. Ich habe sie vor uns nur bei Mod, also wo ich hier eingestellt bei Modhoster gesehen, Version 1.2. Das war auch eine schöne Map früher. Ja. Habe ich nicht lange gespielt, aber immer angeguckt bei einer neuen Version. Ich habe die dann am Ende mit Werner und Füsi relativ lang gespielt. Dem Landei. Und ja. Dem Modder persönlich, ja, der hat mit uns immer mitgezockt. Er hat immer mit aufgenommen, also nicht mit aufgenommen, aber hat uns halt begleitet. Also Freezy. Ja? Wenn du nach GPS fährst, warum sind da hier immer solche Zacken drin? Wow, hast du das Schiff schon gesehen hier, Tino? Keine Ahnung. Sieht ja richtig cool aus. Das Schiff? Ja. Komm, nee. In meinen Traktor. Boat. Moment. Das sieht ja richtig geil aus. Weißt du, was hier, hier fehlt? Containerschiff? Ich hab jetzt nichts umgehört. Nee, so ein Kreuzfahrtschiff oder eine Fähre oder was ist das? Okay, gar nichts. Helfer D wird durch Objekt blockiert. Ja, guck ich mir gleich an. Siehst du nichts hier? Was soll das denn? Was haben wir denn für einen Helfer? Ansehen. Achso. Du hast recht, jetzt, das stimmt. Ich hab nichts geändert. Aber ich persönlich feiere ja an der Map total, dass das grundlegendes Straßenmaterial vom alten LS ist. Ja, hattest du vor uns nicht neu angesetzt? Also ich sehe noch nichts, Ansgar. Seht ihr das nicht, dann ist das nicht synchronisiert. Also vor uns neu angesetzt? Gut, aber ich glaube, ich habe die Sichtweite. Nee. Warte mal, ich muss mal hier, glaube ich, die Sichtweite. Ich habe einfach abgetankt und dann gedreht. Das kann ich hier nicht mehr einstellen, oder? Weitergemacht. Nee, im Hauptmenü, glaube ich. Ah, scheiße. Warte, jetzt kommt langsam das Wasser. Vielleicht soll das Schiff kommen. Hast du das Ding drin hier? Ach, wie heißt es denn? Versatz? Nö. Nee. Ich habe keinen Offset. Ja. Braucht man beim Dreschen auch nicht. Wenn wir hier die Bäume wegmachen. Hab ich auch nicht, aber... Aber hier bleibt immer so ein Büschel stehen, weißt du? Hm. Mach es hier nochmal, dann ziehen wir durch. Wenn wieder was stehen bleibt, ziehen wir einfach mal zwei Bahnen komplett durch und dann dürfte sich's ausgleichen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, du hast ja jetzt so wie du es jetzt hier hast. Und dann könnt ihr jetzt hier wieder. Ich weiß es nicht, schau mal einfach mal. Ansgar? Ja? Bei mir ist hier kein Schiff. Oh. Ja, es kommt irgendwann. Bei der nächsten Runde zum vielleicht. KI-Verkehr. Ja. Das kann sein, dass das nicht so synchronisiert ist. Wahrscheinlich ist da gar kein Schiff und Ansgar wollte dich loswerden. Doch. Ich habe auch das Gefühl. Warte mal, bis die Flut kommt. Jetzt kommen wir aber erstmal. Ja, Videobeweis. So, jetzt genau, das ist das wichtigste Thema. Ja, aber wir müssen leider Gottes. Ah, schade. Mal wirklich ernst bzw. traurig anfangen. Denn es ist jemand verstorben. Also, ohne Witz jetzt. Da ist wirklich jemand verstorben. Eine Schweigeminute bitte. Was ist passiert? Gut, reicht. Erstmal, wer ist denn Reiners Pferd ist gestorben. Hey, niemand weiß, ob es Reiners Pferd war. Reiner hat mal gesagt, aber es gehört ihn. Dann hat er mal gemeint, er hat keine Ahnung und das war einfach immer da. Ich meine, da hat sich der Reiner ja nichts vorzuwerfen, weil er hat sich ja vorbildlich drum gekümmert. Ja, das habe ich gesehen. Also wenn man mehr Hintergrund dazu hat, dann denkt man sich nein. Ist das so ein richtiges Pferd oder so ein Pferd von Haseras? Nee, ein richtiges Pferd. Ah, okay. Ah, aber die Frau, wie heißt die Nachbarin nochmal? Gott, vergessen. Rita? Aber, Rita war doch der Mutter. Die sagt dir immer, das sei gut ernährt und die Leute bräuchten sich keine Sorgen drum zu machen. Ah, also, wo es immer mal Besuchervideos gab, das Pferd war ab
abgemagert bis. Ja, das war ja auch irgendwie zig Jahre alt, ne? Ja, es wurde zig Jahre alt, aber es sah trotzdem aus wie so ein lebendes Skelett. Ja, aber jetzt das war halt alt. Ja, damit hat ein Pferd trotzdem nicht so auszusehen, meine Wasser. Ja, aber trotzdem so alt wie das Ding war. Also ich glaube, das kannst du quasi nicht mal mehr Salami draus machen. Nee. Er hat sich nicht verloren. Naja, das war definitiv, ja. Und jetzt haben sie es unendlich eingeschläfert. Ja. Dafür kriegst du Hate, Alter. Warum? Hate bitte alle zu Manos, danke. Wegen der Salami. Ja, ohne. Ey, ohne Mist habt ihr schon mal keine Salami gegessen. Hey, ich hab einmal gesagt, ich könnte mir nie ein Kotelett wie heißt das hier, aus dem veganen Rotstar kneten. Weißt du, was ich dafür Tofu gekriegt habe? Ja, Tofu, genau. Ich habe gesagt, ich habe im Video gesagt, ich könnte mir nie ein Kotelett aus diesem Tofu kneten, da würde ich kotzen. Da weißt du, was abging, Alter. Boah, das ist aber auch hart. Was ist da hart? Zurück. Das ist eine Tatsache. Da hat sich gleich mal Unge gemeldet, ne? Ich sag, so nicht, mein Freund, ne? Hat er gar nicht mit den Rassas ausgepeitscht. Ja. Unerhört, ja. Ja. Also deswegen, Pferdchen Blue. Aber ohne Mist, habt ihr schon mal Pferd gegessen? Also Pferd ist Salami, ja, Pferd Roulade, irgendwas? Ja. Dazu lustige Geschichte kurz. Unser Geschichtslehrer hat mal, wir haben über Ruhrgebiet oder sowas, glaube ich, geredet, keine Ahnung. Und dann hat er einen Tag einfach mal Pferdewurst mitgebracht. Ja. Und da sind ein paar Mädchen fast in Tränen ausgebrochen. Oh. Ja. Und du hast auch gesagt, Pferderding. Pferderding. Ich glaube, ich habe Sau lecker. Ja. Sau lecker. Ja, und ganz ehrlich, jeder von uns hat eh schon mal Pferd gegessen, der was bei Rewe Ravioli gekostet hat oder so. Ja. Aber ohne Witz, der Skandal, ne? Der wäre nie aufgeflogen, wenn sie nicht gleich gesagt hätten, da ist Pferdefleisch drin. Ja, vor allen Dingen Pferdefleisch ist ja sogar sauteuer teilweise. Naja, das gut, aber es ist teilweise da, echt, verstehe ich nicht. Das hochwertiges Fleisch, da machst du nichts falsch, wenn es ist. Aber dort ja, kommt nur drauf an, was das für das kam ja aber aus. Gut. Das kam ja aus dem Ostblock. Jo. Andererseits, die Antibiotika kriegst du halt gleich dabei. Ja. Allround, ne? Aber dann hast du die Apotheke, das ist sowieso sehr teuer, die Apotheke, hast du dir dann gespart, das ist doch super. Krank wirst du erstmal nicht mehr? Ja. Nö. Ja, aber Pferdchen Blue ist nur leider weg. Aber wenn man viel Ravioli isst, dann kann man Krankenkassenbeiträge sparen. Genau. Wie hieß das Pferd? Blue. Vielleicht gibt es bald auch mal Zuschüsse von der Krankenkasse für Ravioli kaufen. Aber Jungs, wollen wir vielleicht alle zusammenlegen und Rainer vielleicht ein kleines Hausschwein kaufen? Ja, das ist dann auch wieder verreckt wie sein Hamster. Aber Schweine fressen alles. Aber ein Hamster wird nicht alt. Lebt doch vielleicht noch. Ja. Ein Hamster wird dann nicht alt. Aber er bewegt sich halt nicht mehr. Vermutlich. Die Tiere ist halt auf dem Gewissen der Gute. Aber ist Blue ist ja nur im Endeffekt auf dem Weg nach Valhalla zusammen mit Sleipnir. Wird Drache bestimmt irgendwann im Jenseits dann auch wieder sein. Heimsuchen. Ja, er ist Mettler, Wikinger, ne? Odin, Valhalla. Bleibt das Einzige, was er hat, ist ein doppelten Unterkiefer. Unter anderem. Und spitze Zähne. Ja, das mal zum Thema Pferdchen. Aber Fangzähne beim Drachen. Egal. Ja, dann auf jeden Fall der Skandal schlechthin. Eiplali hat Drachenlord geantwortet. Ne? Ein helles Aufsehen. Drache hat ja mal vor Ewigkeiten zwei Videos gemacht, einmal gegen Gronkh, einmal gegen Eiplali. Und da hat er ja Antworten gefordert und irgendwie hat er es dann in letzter Zeit wohl ein bisschen zu übertrieben in Richtung Eiplali. Und deswegen hatte dann Eiplali irgendwann Mitte der Woche ein Ansagevideo gegen Drachenlord gemacht. Ich hatte fast gedacht, es war Tanzverbot. Und ja, ist dann halt mal so kurz drauf eingegangen, ich glaube innerhalb von 6 Minuten oder so. Man kann sich die Resonanz dementsprechend vorstellen. Es war weniger Hate, es war halt mehr so Hashtag Therapielord. Ne, das sollte man in die Kommentare schreiben. Man soll halt in Therapie gehen, der gute Mann. Und es hat sogar geschafft, auf jeden Fall war dann zu dem Zeitpunkt, wo er Blei das Video rausgehauen hat, hat er erstmal alle Videos auf privat gestellt. Ne? War gar nichts mehr zu sehen und dann immer nach und nach kamen wieder ein paar Videos frei und dann wurden aber auch Videos gelöscht. Er hatte dann an den Tag minus 4,2 Millionen Klicks, also 4 Millionen Klicks hat er einfach mal so gelöscht. Das waren unter anderem ja, halt alte Videos, die halt wirklich neben der Grütze, die er so hat, noch mehr Grütze waren. Und hat sich dann einen Tag später natürlich dazu gemeldet. Hat natürlich Entschuldigung. Wertest du gerade wirklich die Qualität von Drachenlord-Videos unterschiedlich? Die ist eigentlich ziemlich kontinuerlich. Naja, aber als es gibt Grütze würde ich noch das nur nicht bezeichnen. Das ist hochwertig. Find ich finde es auch eine ziemlich starke Diskriminierung. Also ich finde ehrlich gesagt, das kommt an Grütze nicht ran.
gut, nennen wir es Scheiße. Stell dir mal vor, so eine schöne Grütze mit Vanillesoße. Oh, ist das was Geiles, oder? Beleidigung für jede Grütze. So eine rote Grütze mit Vanillesoße, es gibt da nichts Schöneres. Boah, nur Vanillesoße. Auf jeden Fall, einen Tag später hat er dann ein Video hochgeladen mit neue Wege und alles. Das hat es sogar in die deutschen YouTube-Trends geschafft. Platz 15 und dann Platz 23. Es war kurzzeitig in den Trends mit fast 100.000 Klicks. Ja? Nö. Doch. Das ist interessant. Drachenlord in den Trends? Das erste Mal. Was ist interessant? Guck mal, wenn du in den Trends bist. Ja. Wenn du mal in den Trends bist, dann ist es doch auch nicht langweilig. Ja, es ist einfach. Also, das heißt. Nee. Also, es heißt, er war mal in es den Trends. Es ist einfach so, weißt du, Trends haben ja leider nichts mehr mit Content zu tun. Und das ist einfach das, warum es. Hatten sie aber auch nie. Ja, aber deswegen, also wer mit so einem Content in den Trends landet, okay, Trends heißt ja auch nicht, bring guten Content, ne? Muss man auch dazu sagen. Deswegen, man muss ja nicht guten Content bringen, um trendy zu sein. Bring gute Klicks, könnte man das ganz gut nennen. Richtig. Aber hat dann ein Quali gesorgt. Keine Ahnung. Na, ich weiß nicht. Ja. Ja, und ansonsten die üblichen Ankündigungen, wie man es halt dementsprechend kennt, ein TOM kommt bald, Time of Metal. Da war sich das neue Sabaton-Album. Wikipedia, bitte. Naja, Time of Wikipedia, dann TOW. Ja, das neue Sabaton-Album wird er sich bald vornehmen. Es kann ganz interessant werden, der Wikipedia-Eintrag ist nämlich nicht so groß zu den Alben. Also ein kurzes Video? Es wird ein sehr kurzes Video, wenn es überhaupt kommt. Ja, und ansonsten will er halt sehr viel umstrukturieren. Er will halt neue Wege gehen. Und man kann nicht. Sein scheiß Bad bauen, dass wir da was abgucken können. Naja, sein japanisches Badezimmer. Nee, das ist ja erstmal gestrichen, die Renovierungslord-Geschichten. Ja. Ja, warum das denn? Weil es läuft nicht mehr so. Ja, das Ganze ist ja, der Posterverkauf ist ja gestrichen. Komplett. Ja, er hat ja immer noch die gleichen Poster wie im Sommer, ne? Ja, jetzt hat er jetzt wieder halt gar keine mehr. Das ist komplett das Ganze ist ja, er hat ja welche verkauft, auch irgendwie über Spenden und so weiter, von wegen, bei so und so viel Spende, wenn ihr einen Poster wollt, schicke ich euch einen Poster. Ja. Nur war er leider zu faul, die Dinger zur Post zu bringen. Oh nee, echt jetzt. Ist eigentlich schon mal das Finanzamt bei dem vorbeigeschaut, so? Wie es da selbst die haben keinen Bock, dorthin zu gehen. Achso. So, der hat Wespennest, meinst du? Die denken sich so, ach, weißt du, ey, um wie viel geht's hier eigentlich? Ach, ja. 20 Cent von dem Poster. Ja, weißt du, bevor wir uns das antun. Da ist gut drauf. Wer fährt da gerade durchs Feld? Warner. Ich? Auf jeden... Ah ja, siehst du? Ja. Aber ansonsten, tja, das ist das Übliche. Ja, Posterverkauf eingestellt, schade, kann ich mal ganz mal das haben. Geilste war ja, er hat sich dafür einfach nur über diese Poster-Sache geredet und dann von wegen, ja, läuft ja so nach dem Motto gerade ganz gut, so, ne? Hm. Und wie groß und professionell er mittlerweile ist und das halt, hat auch so ein bisschen seine Hater sogar gelobt. Also er sieht sich ja als mittlerweile recht professionell an, aber er scheint trotzdem selber nicht so professionell zu sein, in der Lage zu sein, auch in Zukunft die Poster dann übers Internet zu verkaufen, wie ihn das wohl einige vorgeschlagen haben. Halt nach dem Motto, spende mir 20 Euro und ich schicke dir das Poster. Weil er denkt, also er hat das offen gelassen, aber wahrscheinlich ist da auch wieder die Schlussfolgerung, der Weg zum Postkasten ist soweit. Ah. Ja, also Schauerberg liegt ja nun ein bisschen weiter weg von Emskirch. Hat er denn nicht mal ein Auto? Er hat ein Auto, ich weiß auch nicht, ob das momentan geht, der Drachenfort. Kann aber sein, dass es wieder kaputt ist, man weiß nicht. Die Zahnbürste, die Drachenzahnbürste oder was? Ja. Ey, ich glaube, das wird mal wenn der noch weiter wächst, wird das mal ein riesen Merchandise-Mongol. Ohne Mist, Alter. Gibt's alles mit Drachen davor. Ja, aber du kannst halt bestellen, aber bekommst es nicht, weil der nicht so ja, kannst. Deswegen, aber schlau, aber mehr gewinnen kannst du auch nicht dran machen, ne? Sollte ich mal ein Beispiel an Montana Black nehmen? Ja. Ja, vielleicht noch ein bisschen Get On My Drache oder so. Wow, Get On My Drache. Get On My Metal. Ey, fahr weiter. Time of Wikipedia Controller. Ich glaube, ich schaff das nicht bis zum Ende. Echt nicht? Sag einfach Bescheid. Einzige Problem ist, so. Also, wenn du bei 99 bist. So kann der gar nicht. Bin bei 99. Okay, weil das ist ja wieder Strom. Und bin voll. Ist wieder Strom, ist richtig. Ich bin mal gespannt, eigentlich, wie lange dieses Jahr der Strom anbleibt. Naja, gut, im Sommer verbraucht man ja nicht so viel. Die schwere Zeit, der Winter ist ja rum. Wendy, kennst du das Video, wo jemand bei seinem Energieversorger da anruft und dann zu der Frau, die auch noch am Telefon bleibt und ganz witzig drauf ist, sagt, ja, danke, dass sie hier am Altschauerberg 8 den Strom abgedreht haben, sie sind momentan der dickste Hater im Game. Müssen wir mal, geil. Müssen wir mal, nee, kenn ich nicht, müssen wir mal schicken.
ich mal suchen. Hab ich der letzte dickste Woche Hater im Game ist das. Und weißt du, so typische TS-Aufnahme, also so 10 Leute im Hintergrund, die sich das letztendlich anhören oder abfeiern. Das war's für sie? Okay. Ja. Gut. Er ist schon hart. Es ist wirklich schon hart. Ich sag mal, ich stelle mir eigentlich immer nur die Frage, weil mir ist es ja relativ egal, ob es weitergeht oder ob es irgendwann mal endet. Wenn endet's? Weil es kann ja nicht Ewigkeiten so weitergehen. Doch. Ja, die nächste kommt, glaube ich, mal wieder eine neue Staffel, glaube ich. Könnte mal wieder irgendeinen riesen Schlag geben und dann geht das einfach weiter. Das ist aber der TS Story. Ist leer, das ist unglaublich. Was? Da sind immer nur 30, 40 Leute auf dem Server. Ja, der hat alle gebannt. 150 Lord. Ich wollte gerade sagen, die sind alle weg. Ja, der hat ein paar tausend Leute in 3 Monaten gebannt oder 2 Monaten, oder wie lange der TS online ist. Ja, das kriegt er hin. Das fand er ja cool. Ich habe gestern mit einem gesprochen, der hätte 57 Identitäten schon. Das ist doch bescheuert. Die Dings, die ganzen, ich sag mal, professionellen Hater da in diesem Spiel sind ja, die haben ja auch neue Identität. Ja, aber trotzdem, die haben ja auch nichts zu tun, oder? Ansgar? Ja gut, jeder hat ein Hobby. Lüchtig. Ansgar, darf ich ganz kurz... Kennst dich mal der Busse? Aber wir sind durch. Ja. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Bei den anderen auf jeden Fall vorbeischauen. Alles in der Videobeschreibung. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.